In diesem Video zeige ich eine neue Art, Objekte zu generieren. Alle Videos zum Thema Objekte und alle Übungen, in denen du Objekte benutzt hast, hatten zum Ziel, diese Etappe zu erreichen. Als Beispiel für den Nutzen dieser neuen Art, Objekte zu generieren, habe ich dieses Programm, das Kreise auf den Canvas zeichnet, die von den Rändern abprallen, gewählt. Wenn du nicht mehr sicher bist, was hier alles dazugehört und welche Zeile was tut, habe ich ein Video aufgenommen, in dem ich das beschreibe, dass du zuerst schauen könntest. Dann könntest du jetzt anhalten und dann, wenn du das repetiert hast, zurückkommen und hier weitermachen. Ansonsten streife ich nur kurz die wichtigsten Bereiche. Es gibt einen leeren Array und in der Function Setup wird in einem Loop mit 10 Iterationen jeweils einer Variablen NewObject ein Objekt zugewiesen. Und dieses Objekt oder diese Variable mit diesem Objekt wird dann an diesen Array MyObjects angehängt, so dass nach der Setup-Funktion 10 Objekte in diesem Array drin sind. Die Funktion Setup ist dadurch recht lange. Also diese Definition des Objektes hier, die umfasst etwa 20 Zeilen. Und im Vergleich dazu ist die Funktion Draw total aufgeräumt. In der Funktion Draw gibt es ebenfalls einen Loop, der durch diesen Array durchgeht. Also immer, wenn ein neues Frame gezeichnet wird, wird der Loop durch all diese Objekte durchgehen und dann diese Methoden aufrufen. Show zeichnet etwas. Check Position prüft die Position, die Positionsdaten, ob das auf dem Rand des Canvas liegt und wenn ja, werden zwei Eigenschaften von 1 auf minus 1 oder umgekehrt umgestellt und Update tut dann die Positionsdaten verändern, so dass dann im nächsten Frame die Methode Show den Kreis an einer neuen Position zeichnet. Der Inhalt von Function Draw ist für mich ziemlich leicht lesbar. Ich sehe, dass es hier drei Methoden gibt, die aufgerufen werden und dass ein Loop durch einen Array durchgeht. Die Funktion Setup hingegen ist ziemlich unübersichtlich. Und was ich eigentlich möchte, ist so eine Struktur. Ich sehe, es gibt einen leeren Array. Dieser leere Array wird in der Funktion Setup mit irgendetwas Neuem bespielt und dann, wie gehabt, kriege ich hier einen Loop, der durch diesen Array durchgeht und diese Methoden aufruft. Und das lässt sich tatsächlich genauso machen, wie es hier steht. Es ist möglich, mit dem Schlüsselwort new eine Art Funktion aufzurufen, die mir ein neues Objekt gibt. Dieser Funktionsaufruf ist groß geschrieben, das ist eine Konvention, dass wenn wir so etwas aufrufen, das uns ein Objekt zurückgibt, dass wir das groß schreiben. Und was wir hier aufrufen, das wird als Klasse bezeichnet. In einer Programmiersprache ist eine Klasse eine Vorlage für ein Objekt, eine Art Template oder eine Blaupause, ein Plan, in dem drinsteht, was für ein Objekt wir wollen. Und wie wir so eine Klasse schreiben, das zeige ich jetzt ganz kurz, damit du die Schreibweise einmal gesehen hast. Und in einem nächsten Video versuche ich ein Beispiel zu machen, das zuerst etwas einfacher ist als diese Kreise, die von den Seiten abprallen hier. Und dann werde ich noch ein etwas komplizierteres Beispiel machen. Um eine Klasse zu schreiben, brauche ich das Schlüsselwort Class. Und dann kann ich einen Namen geben. In meinem Fall wäre das Thing. Aber den Namen kannst du frei wählen. Und wie gesagt, ist es Konvention, dass dieser Name groß geschrieben wird. Und dann öffnen direkt geschweifte Klammern. Und in diese geschweiften Klammern kommt zuerst die sogenannte
Konstruktionsfunktion, auf Englisch Constructor, Constructor Function. Und das wird so geschrieben, Constructor. Und dann eine Klammer, eine runde Klammer, die Argumente enthalten kann, die sich dann verwenden lassen. Also wenn du so eine Klasse aufrufst, kannst du ihr bereits bestimmte Werte übergeben, die dann in das Objekt eingesetzt werden. Kann aber auch leer bleiben. Und dann wieder geschweifte Klammern und dann alle nötigen Eigenschaften, die in das Objekt hineinkommen. Und immer vor dem Namen der Eigenschaft das Schlüsselwort this, das ungefähr bedeutet dieses konkrete Objekt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel this x schreibe und hier ein Gleichzeichen, wie bei der Wertzuweisung an eine Variable, this x gleich 5 und this y gleich 10, dann würde jedes neue Objekt diese konkreten Werte kriegen. Aber auch hier ist es möglich, zum Beispiel die Random-Funktion zu verwenden. Und dann solche zufallsgenerierten Werte zu verwenden, so dass jedes neue Objekt sein eigenes x und sein eigenes y kriegt. Und dann kann auch hier in dieser Klassendefinition kannst du Methoden hineinschreiben und das tust du ganz ähnlich, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Es gibt einen Namen dieser Methode, der wird geschrieben wie ein Funktionsaufruf. Und dann könnten wir hier zum Beispiel sagen, dass die Variable x oder die Eigenschaft x des jeweiligen Objekts irgendwie verändert werden soll. Und auch hier braucht es dieses Schlüsselwort this, damit nicht jedes x oder ein bestimmtes x, das in unserem Programm bekannt ist, sondern die spezielle Eigenschaft des jeweiligen Objektes verändert wird. This x plus gleich 1 zum Beispiel. Also das ist die grundlegende Schreibweise für so eine Klassendefinition. Zuerst Class und dann groß geschrieben der Name und dann direkt geöffnete, geschweifte Klammern und dann die Constructor-Funktion, je nachdem mit oder ohne Argumente und dann die Eigenschaften jeweils mit dem Schlüsselwort this und einem Gleichzeichen zur Wertzuweisung, also hier keine Doppelpunkte, wie wenn du direkt ein Objekt schreibst, so wie wir es bis jetzt hatten. Also zum Vergleich hier, wenn wir ein Objekt schreiben oder es uns in der Konsole anzeigen lassen, dann wird es eingefasst von geschweiften Klammern und die einzelnen Eigenschaften im Objekt und ihre Werte werden durch einen Doppelpunkt getrennt und hinten haben sie ein Komma. Im Gegensatz dazu gibt es das nicht, wenn wir eine Klasse schreiben, sondern in der Constructor-Funktion ist jede Zeile autonom, es gibt keine Kommas und die Wertzuweisung passiert mit einem Gleichzeichen. Und die Methoden sind nicht in der Constructor-Funktion definiert, sondern nachfolgend, so wie es hier steht. Also der Name der Methode, dann eine runde Klammer, je nachdem auch hier mit Argumenten, wenn es das nötig macht. Und dann geschweifte Klammern mit dem Funktionskörper. Okay, so viel dazu. Ein konkretes Beispiel folgt im nächsten Video.